Die letzte Mission der Missionsidee könnte die unbekannteste im ganzen Spiel sein, denn es verrät euch erst, wenn ihr sie spielen könnt, dass es sie überhaupt gibt. Um sie freizuschalten, müsst ihr alle 21 Missionen der Missionsidee gewonnen haben. Sobald ihr das geschafft habt, erscheint im Kampagnenmenü der Missionsidee das auf dem Thumbnail abgebildete Geschenk. In der Bonusmission spielen wir als Römer und haben den Auftrag, mehrere Teilaufgaben zu finden und zu erfüllen. Unsere Startvorgaben sind etwas durchwachsen, aber es liegen einige zusätzliche Werkzeuge und Rohstoffe in der Gegend verstreut herum. Außerdem ist die KI selbst auf Normal nicht sehr aggressiv, solange ihr sie nicht provoziert. Die Wikinger greifen frühestens nach 100 und die Mayas nach 150 Minuten an, auf leicht könnt ihr nochmal 50 Minuten draufrechnen. Ihr könnt euch also Zeit lassen, langfristig solltet ihr aber eine kleine Verteidigungsstellung an einem günstigen Ort haben, damit ihr keine bösen Überraschungen erlebt. Der Berg in unserer Nähe enthält alle Rohstoffe, aber leider haben fast alle Berge auf dieser Karte das Problem, dass die Rohstoffe zu vermischt sind, als dass sie gut abbaubar wären. Ich würde daher empfehlen, für militärische Angelegenheiten Level 3 Soldaten zu rekrutieren und eure Verluste, soweit es geht, mit Lazaretten zu minimieren. Etwas östlich von euch wurde außerdem jemand namentlich verewigt. Ich konnte leider nicht herausfinden, wer Hanne ist, sie scheint zumindest keine Bluebyte-Mitarbeiterin gewesen zu sein. Vielleicht ein Fall für Galileo Mystery. Liebe Hanne, wenn du das hier siehst, ich hoffe, du hast einen schönen Tag. Insgesamt gibt es 3 Teilaufgaben auf der Karte. Wenn ihr dem Pfad nach Norden folgt, findet ihr eine Halbinsel, auf der ihr 200 Fleisch einlagern sollt. Was euch das Spiel aber nicht klar erklärt, ist die Tatsache, dass ihr dort auch eine Schafzucht und eine Metzgerei bauen müsst, damit die Aufgabe als erfüllt gilt. Sobald ihr das Ziel erreicht habt, erhaltet ihr 200 Mana. Im Osten findet ihr einen Kreis aus 5 Kreuzen. Wenn ihr ihn mit einer eurer Einheiten erreicht, erscheint dort ein verbündeter Priester, der euch bittet, ein Amulett zu beschaffen. Hierzu müsst ihr den großen Tempel der Wikinger zerstören. Danach werden im Schlamm südwestlich eurer Siedlung einige Güter gespawnt, die aber zu dem Zeitpunkt nicht mehr allzu nützlich sind. Sobald die Wikinger vollständig besiegt wurden, wird eure Holzproduktion per Skript zerstört. Kurz darauf erhalten wir den Auftrag, die Siedlung der Mayas zu zerstören. Sobald alle 3 Aufgaben erledigt sind, habt ihr die Bonusmission und damit auch die Missions-CD abgeschlossen.